Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung und vielen Dank an die Burschenschaft Normannia Nibelungen für die Einladung. Ihre Ideenwerkstatt ist ein Klassiker des patriotischen Widerstandes und es ehrt mich sehr, hier sprechen zu dürfen. Der Vortrag soll, so hat man mir gesagt, etwas mit Reformation zu tun haben, gerne auch mit dem Islam. Im ersten Moment dachte ich, gut, ich bereite etwas vor zu Luthers Auseinandersetzung mit dem Islam. Ein Thema, das besondere Aktualität zu gewinnen scheint, wenn ein 500-jähriges Reformationsjubiläum und eine Einwanderungswelle aus dem islamischen Orient zusammenfallen. Nach kurzer Zeit wurde mir aber klar, die Sache gibt nicht so viel her, wie erhofft. Martin Luthers Auseinandersetzung mit dem Islam steht, wie zu erwarten, ganz im Kontext der Türkenkriege. Luther befürwortet den militärisch-politischen Widerstand gegen die Türken, lehnt aber in Abgrenzung gegenüber dem Papst einen regelrechten Kreuzzug ab. Im Laufe der Zeit wird diese rein äußerliche Wahrnehmung der Türken als militärische Bedrohung zwar mehr und mehr durch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Islam ergänzt, Luther aber gewinnt keinen von der katholischen Tradition signifikant abweichenden eigenen originellen Standpunkt. Die letzte Schrift, in der er den Islam behandelt, ist die 1542 erschienene sogenannte Verlegung des Al-Koran. Es handelt sich um die Übersetzung der Koranwiderlegung Contra Legem Saracenorum des Orientmissionars Ricoldus de Montecuzis. Luthers Randbemerkungen in dem lateinischen Original geben ein Bild seiner Sicht des Islam. Mohammed ist für ihn ein Heretiker, der Elemente des Judentums und des Arianerkults mit eigenen Ideen vermengt hat. Mohammed wird kritisiert für seine Lüsternheit und Fleischeslust, der Islam wird kritisiert für seine Gewaltverherrlichung und die Äußerlichkeit seiner Riten. Luther bemängelt am Islam grundsätzlich ein fehlendes Verständnis für die christliche Trinität. Er bemängelt, dass der Koran nicht durch Beglaubigungswunder als göttliche Offenbarung ausgewiesen wird und hält die Reimform des Korans für unvereinbar mit einer heiligen Schrift. All das bewegt sich im Rahmen des mittelalterlichen Islambildes. Wollte man weiter in die Tiefe gehen, könnte man untersuchen, wie Luthers Islamkritik sich zu seiner Kritik am Katholizismus verhält oder im Detail nachzeichnen, was Luther alles an islamischen Lehren falsch verstanden hat. Aber weshalb sollte man das tun? Die Ideenwerkstatt der Normannia Nibelungen ist kein Kongress von Theologiegeschichtlern und ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was uns Luthers zeittypisches Islambild heute sagen sollte, wenn man kein ausgeprägtes Sonderinteresse für derlei Gegenstände mitbringt. Luthers Standpunkt gegen den Islam ist Ausdruck eines gesunden Selbstbehauptungswillens, der den Christen heutzutage abgeht. Gut, das können wir konstatieren. Zugleich fehlt Luther aber der Sinn für die kulturell fundierte Fremdheit des Islams. Die Muslime sind für Luther nicht Anhänger einer fremden Religion. Diesen Begriff kennt Luther noch gar nicht, also sowohl den Begriff der Religion als auch den Begriff der kulturellen Fremdheit, sondern sie sind Anhänger von Mohammed. Mahometisten in der Sprache der Zeit oder Mohammedaner. In Dantes göttlicher Komödie tritt Mohammed als christlicher Heretiker auf und auch für Luther ist Mohammed nicht mehr und nicht weniger als ein christlicher Heretiker. Luthers Islamverständnis bleibt bei aller Überspitzung angesichts der Türkengefahr diesem mittelalterlich-katholischen Verständnis verhaftet. Der Islam ist damit nicht grundsätzlich fremd, sondern ein Konterpart im Streit um dieselbe Wahrheit. Luther glaubt, den Islam problemlos verstehen zu können und ihn als falsche Lehre durchschaut zu haben. Luther kennt noch keinen säkularisierten Diskurs, der religiös begründete Wahrheitsansprüche unentschieden stehen lässt und hat keinen Sinn für die Probleme, die mit dem Verstehen einer fremden Kultur verbunden sind. In einem Satz, der Islam ist für Luther nicht fremd, er ist falsch. Damit eignet sich Luther kaum, um unsere Auseinandersetzung mit dem Islam, die ganz von der Erfahrung kultureller Fremdheit geprägt ist, anzuleiten. Und deshalb habe ich mich entschlossen, heute nicht über Luther und den Islam zu sprechen, sondern stattdessen die gängige Behauptung, der Islam bräuchte eine Reformation, zu analysieren. Diese Behauptung ist fester Bestandteil der islamkritischen Diskurse unserer Zeit. Mit der Forderung nach einer Reformation des Islam geht die Suche nach einem islamischen Luther einher. Der mittlerweile verstorbene ägyptische Literaturwissenschaftler Nasser Hermit Abu Zeid, der den Koran irgendwie historisch lesen wollte, wie genau wusste er wohl selbst nicht,
wurde gern mal als Luther des Islam bezeichnet. Der in Münster zum Professor für islamische Theologie ernannte Soziologe Muhammad Rashid ging auch schon des Öfteren als Luther durch. Und ein Abdel Hakim Urgi, Dozent an der PH Freiburg, übrigens ein ehemaliger Kommilitone von mir, hat es sogar so weit getrieben, dass er diesen Herbst in Lutherpose 40 Thesen an einer Moschee in Berlin angeschlagen hat. Ich gönne ihm seinen Spaß wirklich von Herzen, aber das war dann doch so dick aufgetragen, dass selbst die EKD, die für solchen Unfug ansonsten immer ein Herz hat, auf Abstand ging. All diese Personen haben mit Martin Luther in etwa so viel gemeinsam wie ich mit Claudia Roth. Indem man einen islamischen Gelehrten zum neuen Luther erklärt, sagt man nicht mehr als einfach, dass man sich erhofft, er möge durch sein Wirken den Islam verändern, ihn dem Christentum angleichen und so einen Beitrag zur Integration der Muslime leisten. Luther ist zu einer völlig sinnentleerten Worthülse geworden, was aber wiederum gut zur karnevalesken Betriebsamkeit der Reformationsjubiläumsfeiern passt. Die Behauptung, dass der Islam eine Reformation braucht, ist wie das Gerede vom islamischen Luther offenkundiger Unsinn. Reformation ist eine Bezeichnung für eine historisch einmalige Entwicklung. Es gibt neben der einen Reformation, die sich in Deutschland im 16. Jahrhundert abgespielt hat, keine zweite Reformation. Die Behauptung, dass der Islam eine Reformation braucht, wird meist unterlegt mit Hinweisen auf Gemeinsamkeiten von Islam und Protestantismus. Islam und Protestantismus kennen kein Zölibat und keine Priesterkaste. Der Einzelne kann unmittelbar mit Gott in Kontakt treten. Dem entspricht die zentrale Stellung der Heiligen Schrift, die den Gläubigen in ihrer Sprache vorliegt, von ihnen gelesen und verstanden werden kann. Islam wie auch Protestantismus zeigen eine gewisse Pilgerfeindlichkeit, pflegen einen reduzierten Kult und lehnen Mythen wie die Eucharistie ab. Islam und Protestantismus wirken gegenüber dem Katholizismus rationaler. Es handelt sich dabei aber um nicht mehr als oberflächliche, nichtssagende Analogien. Das Entscheidende, was den Protestantismus vom Islam trennt, ist die Vorstellung von der Lebendigkeit des wirkenden Wortes, die dem Protestantismus eine ungeheure Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und geistige Innovationskraft verliehen hat. Etwas, was dem Islam mit seiner starren, dem Wortsinn verhafteten Auslegungskultur und seinem das freie Denken an Ketten legenden Traditionalismus vollständig abgeht. Die Gemeinsamkeiten zwischen Islam und Protestantismus sind nichtssagende oberflächliche Zufälligkeiten. Gerade Äußerungen aber, die als Aussagen, also nach ihrem Sachgehalt gewertet, offenkundig sinnlos sind, wie die Aussage, der Islam braucht eine Reformation, sind in pragmatischer Hinsicht, also in Hinsicht nicht darauf, was sie sagen, sondern was mit ihnen gesagt wird, meist umso interessanter. Was sagt jemand, indem er sagt, dass der Islam eine Reformation braucht? Was gibt er möglicherweise über seine politischen Absichten und Ansichten preis? Welche Prämissen, welche impliziten Forderungen und welche Folgerungen stecken in der Äußerung, der Islam braucht eine Reformation? Wer diese Behauptung aufstellt, ist zunächst der Auffassung, dass der Islam so wie er ist, unter einem Defizit leidet. Der Islam ist zu gewaltverherrlichend, zu frauenverachtend, zu intolerant, nicht demokratisch genug und was noch mehr an Defiziten in diesem Zusammenhang üblicherweise aufgeführt wird. Wer sagt, dass der Islam eine Reformation braucht, der übt Kritik am Islam. Kritik am Islam scheint vielen von uns erst einmal nicht verkehrt und deshalb sind wir bereit, uns darauf einzulassen, doch Vorsicht. Die Defizite, aus denen heraus die Forderung nach einer Reformation des Islams erhoben wird, sind immer nur Defizite im Vergleich mit einem spezifischen Verständnis der westlichen Kultur. Der Islam erscheint verglichen mit dem, was mit Emphase als der Westen bezeichnet wird, als zu gewaltverherrlichend, zu frauenverachtend, zu intolerant oder zu undemokratisch. Die Aussage, dass der Islam eine Reformation braucht, ist eine Projektionsfläche für Gegenentwürfe, die in aller Regel nicht expliziert werden. Der Hintergrund ist allzu oft ein linker Liberalismus, wie er in der in Westeuropa noch herrschenden politischen Ideologie seine bislang intensivste Ausprägung gefunden hat. Aus dieser Sicht wird die Inkompatibilität der islamischen Kultur mit der westlichen beklagt und ein Islam gefordert, der zu Europa passt. Das aber kann nur wollen, wer will, dass der Islam zu Europa und Deutschland gehört, wer also die multikulturelle Gesellschaft will.
Wer behauptet, dass der Islam eine Reformation braucht, dem geht es im Kern darum, Multikulti möglich zu machen. Denn eines haben mittlerweile auch die lebensfernsten Linksliberalen erkannt, dass mit dem Islam, wie er ist, in Deutschland und Europa beim besten Willen kein Staat zu machen ist. Die Forderung nach einer Reformation des Islams läuft auf einen Konfekt-Islam, wie Bernd Radtke einmal gesagt hat, hinaus. Einen folgenlos konsumierbaren Straßenfest-Islam. Ein Islam nach Geschmack von Cem Özdemir, Jürgen Trittin und Volker Beck. Ein Islam, der sich darauf beschränkt, Deutschland zu entgermanisieren, aber im Übrigen das linksliberale Weltbild nicht in Frage stellt. Damit aber wird die Vielfalt der Kulturen, die ja im Begriff der multikulturellen Gesellschaft steckt, unweigerlich reduziert. Und wir stoßen auf die zentrale Aporie dieses Konzepts, dass nämlich die gepriesene Vielfalt der Kulturen nicht mehr möglich ist, sobald die beiden grundlegenden Voraussetzungen kultureller Vielfalt, nämlich der andere Lebensraum und die andere Gesellschaft, nicht mehr bestehen. Die multikulturelle Gesellschaft läuft auf eine Vernichtung kultureller Differenzen und eine globale Vereinheitlichung in einer Weltgesellschaft hinaus. Die Forderung, dass der Islam eine Reformation braucht, bejaht und beschleunigt diesen Prozess und entpuppt sich damit als Ausdruck ultraliberaler Entgrenzungsideologie. Der Islam braucht eine Reformation, heißt außerdem, der Islam unterscheidet sich nicht grundsätzlich von unserer Kultur. Er ist nur etwas zurückgeblieben. Der Islam steckt, auch das ist ein Topos in diesem Diskurs, noch im Mittelalter. Er war in seiner Entwicklung anfangs mit uns gleich auf, ja sogar voraus, ist aber irgendwann in seiner Entwicklung stehen geblieben. Ich würde einen, der so daherredet, gerne einmal auf den Kopf zu fragen, was denn Walter von der Vogelweide und Thomas von Aquin mit dem IS-Regime in Syrien gemeinsam haben. Die Rede, dass der Islam noch im Mittelalter steckt, erklärt seine Fremdheit zu einer Art Entwicklungsstörung, die sich aber beheben lässt. Und wenn sie behoben ist, dann wird der Islam so, wie wir heute sind. Ihm steht noch bevor, was wir hinter uns haben. Nach gleichem Schema wird auch oft gefordert, dass der Islam eine Aufklärung, eine Säkularisierung, eine Postmoderne und sonst noch was durchmachen muss, was wir durchgemacht haben, damit er irgendwann dem Gusto des westeuropäischen Establishments entspricht. Dem liegt wiederum etwas tiefer die Vorstellung zugrunde, dass alle Weltkulturen ähnliche Entwicklungsphasen durchlaufen. Eine von Oswald Spengler bis Karl Jaspers gängige Sicht, die in ihrem absolut gesetzten Universalismus zu den geistigen Grundlagen des Prozesses gehört, den man Globalisierung nennt. Karl Jaspers hat in seinem 1949 veröffentlichten Werk vom Ursprung und Ziel der Geschichte den seitdem viel zitierten Begriff der Achsenzeit geprägt. Die Achsenzeit soll eine Zeit zwischen 800 und 200 vor Christus gewesen sein, während der in allen großen Weltkulturen ähnliche weitreichende Entwicklungen stattgefunden haben. In Griechenland wurde die Grundlage unserer Philosophie gelegt, in China trat Konfuzius auf, im Orient die Propheten des Alten Testaments, in Indien begann der Hinduismus. Es handelt sich bei einer solchen, die Weltkulturen verbindenden Achsenzeit, ebenso wie bei der angeblichen Wesensverwandtschaft von Islam und Protestantismus, um eine beliebige Konstruktion entlang oberflächlicher Strukturgemeinsamkeiten. Dieser Begriff einer Achsenzeit ist genauso hohl wie der einer Reformation des Islams. Was dieses Denken antreibt, ist die wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg möglicherweise verständliche, nichtsdestotrotz irreführende Sehnsucht nach einer gemeinsamen Geschichte der gesamten Menschheit. Die Behauptung, dass der Islam eine Reformation braucht, atmet diesen Geist. Es ist eine Forderung, die auf die Durchsetzung von Globalisierung und multikultureller Gesellschaft hinausläuft. So viel zur Bedeutung, die der Behauptung, dass der Islam eine Reformation braucht, in unserem politischen Diskurs zukommt. Was aber bedeutet diese Behauptung im islamischen Kontext? Wenn wir den Begriff der Reformation ins Arabische bzw. in eine islamische Begrifflichkeit übersetzen, genau geht das nicht. Aber wenn wir die Vorstellung einer Rückbesinnung auf fundierende Texte erklären, dann könnte diese Forderung auch aus islamischer Sicht erhoben werden. Dann würde sie eine Rückbesinnung auf den Wortsinn von Koran und Prophetenüberlieferung meinen. Im Laufe der Zeit aufgebauten Deutungstraditionen, die Auslegungsgeschichte des Korantextes, die Tradition der Rechtsschulen, all das würde als sinnverfälschendes, verzerrendes Beiwerk abgeräumt, damit der Ursprungssinn als der eigentliche Sinn der Texte zur Geltung kommen kann. Das nun wiederum ist nichts anderes als das Programm des Salafismus. So ähnlich
wie die Reformation die katholische Tradition außer Kraft gesetzt hat, setzt der Salafismus die Tradition der islamischen Rechtsschulen und weitere Auslegungstraditionen außer Kraft. Der Begriff Salafismus kommt von dem arabischen Begriff As-Salaf As-Salih, die rechtschaffenen Altvorderen, also der Prophet und seine Gefährten. Der Islam hat, wenn man so will, schon seine Reformation durchgemacht. Wir sehen ihre Auswirkungen im islamischen Fundamentalismus vor uns. Als der Islam im 19. und 20. Jahrhundert durch die Konfrontation mit den Kolonialmächten eine Antwort auf die Moderne finden musste, haben zwei Ansätze konkurriert. Ein fundamentalistisch-salafistischer Ansatz, der sich in Reaktion auf den Westen verstärkt an den eigenen Grundlagen orientieren wollte, und ein Gegenansatz, der für die Übernahme und Anverwandlung von zivilisatorischen Errungenschaften des Westens plädierte. Von diesen beiden Möglichkeiten, auf die Begegnung mit der europäischen Zivilisation zu reagieren, hat sich der fundamentalistisch-salafistische Ansatz durchgesetzt. Diese Frage ist schon lange entschieden. Die Messen sind gesungen, die Forderung nach einer Reformation des Islams kommt, abgesehen von allem, was sich sonst noch gegen diese Forderung vorbringen lässt, schlicht zu spät. Wenn der Islam heute innerislamisch problematisiert und als reformbedürftig ausgegeben wird, wird er meist dafür kritisiert, dass er zu tolerant, zu demokratisch und zu stark beeinflusst durch westliche Vorstellungen ist. Das glatte Gegenteil von dem, worauf diejenigen abzielen, die hier bei uns eine Reformation des Islams fordern. So viel zu den Voraussetzungen und Folgerungen, die die Behauptung, der Islam braucht eine Reformation, mit sich führt. Ich habe diese Folgerungen und Behauptungen bisher mehr oder weniger nur referiert. Jetzt stelle ich fest, dass diese Behauptungen und Folgerungen falsch sind. Ich denke, das ist meine Grundthese, ich denke, es ist falsch, dass alle Kulturen die gleichen Entwicklungsstadien durchlaufen und in ihrer Entwicklung vergleichbar sind. Das, was die verschiedenen Weltkulturen verbindet, ist gerade nichts Kulturelles, sondern etwas Biologisches. Sexualität, die körperlichen Bedürfnisse, die Erfahrung von Geburt und Tod. In allem aber, was an den verschiedenen Kulturen dieser Welt Kultur ist, unterscheiden sie sich. Sie bilden geschlossene Systeme zur Erzeugung von Sinn und stehen sich dabei in unvergleichbarer Fremdheit gegenüber. Es ist deshalb nicht möglich, eine Kultur im Vergleich mit einer anderen auf- oder abzuwerten oder für rückständig oder fortschrittlich zu erklären. Auf- und abwerten lässt sich immer nur von dem Hintergrund des Wertgefüges einer je bestimmten Kultur. Wollten wir den Islam etwa dafür kritisieren oder abwerten, dass er keine Malerei hervorgebracht hat, würde der Islam kontern, dass Malerei haben nicht nur keinen Wert darstellt, sondern einen Unwert, weil der Mensch sich damit anmaßt, gottgleich etwas erschaffen zu können und bildliche Darstellungen deshalb sehr zu Recht verboten sind. Die Abwesenheit von Malerei ist aus islamischer Sicht mitnichten ein Argument für die Überlegenheit europäischer Kultur. Und dieses Spiel ließe sich auf allen Feldern durchspielen und würde immer wieder zur Erkenntnis führen, losgelöst vom kulturellen Kontext, finden wir keinen Halt, um abgesicherte Wertung vorzunehmen. Eine kulturelle Hervorbringung lässt sich nur vor dem Hintergrund einer bestimmten Kultur bewerten, weil Kultur immer nur als konkrete, jeweilige und jemeinige Kultur gegeben ist. Es gibt keine kulturtranszendenten Wertmaßstäbe. Jeder Wertmaßstab ist immer nur der Wertmaßstab einer bestimmten Kultur, genauso wie ein Wort immer nur im Kontext einer Sprache Sinn haben kann. Ich will diese These jetzt im Rückgang auf Saussure etwas näher erläutern und vertiefen. Wie Saussure, der Begründer der modernen Sprachwissenschaft, gezeigt hat, speist sich die Bedeutung eines Wortes nicht aus einer Geschichte, sondern aus einem Verhältnis zu den anderen Worten eines synchron gedachten Sprachsystems. Ein Wort hat eine Bedeutung nur in seinem statisch gedachten Kontext. Seine Bedeutung wird durch die Differenz zu anderen Worten erzeugt. Vergangene Entwicklungsstufen der Sprache sind dafür unerheblich. Bedeutung existiert nur auf der Ebene der Synchronie. Bedeutungsgeschichtliche und etymologische Untersuchungen sind also untauglich, um die aktuelle Bedeutung eines Wortes zu erschließen. Ja, sie verfälschen unter Umständen eine solche Untersuchung, weil sie den Einfluss der Wortgeschichte auf die Gegenwart des Wortes suggerieren, der so nicht besteht. Das Gleiche gilt für Worte, die aus einer Sprache in eine andere Sprache kommen.
da das Zeichen keine Substanz hat, sondern sowohl auf der Ebene des Signifiant als auch auf der Ebene des Signifié nichts ist, das in Differenz zu anderen Zeichen bildet es, von einer Sprache in die andere gekommen, nicht mehr als eine sich neu ergebende Unterscheidung innerhalb der Sprache, in die es gekommen ist. Die Differenzen, die es in der Sprache gebildet hat, aus der es kommt, sind für die neue Bedeutung, die es so erzeugt, unerheblich. Sobald Worte aus einer Sprache in eine andere kommen, verlieren sie die Bedeutung, die sie in der Ursprungssprache hatten. Sie setzen eine neue Differenz, werden umgedeutet und in das neue System integriert, sodass sie nun aus diesem System heraus voll verständlich sind und man, um sie zu verstehen, nichts mehr von ihrer Herkunft wissen muss. Das heißt, fremde Einflüsse können ein System verändern, werden aber mit dieser Veränderung den Gesetzen des Systems unterworfen, dem System anverwandelt und hören damit auf, fremd zu sein. Es gibt keine Präsenz des Fremden innerhalb von Zeichensystemen. Das Fremde wäre, bliebe es fremd, das Schlechte und Unverständliche. Alles, was zum System gehört und Sinn ergibt, ist eben deshalb nicht mehr fremd. Das heißt, es ist aus dem System, dem es angehört, als Teil dieses Systems zur Gänze erkennbar. Fremd ist nur, was innerhalb des Systems keinen Sinn ergibt, also nicht zum System gehört. Das Fremde ist per se irrelevant. Wenn wir so denken, sehen wir auch, dass Analogien zwischen Kulturen keine Erkenntnis bieten können, weil alles, was wahr, interessant und wertvoll ist, also Bedeutung hat, dies immer nur im Rahmen einer bestimmten Kultur sein kann. Analogien abstrahieren von der je konkreten Kultur, von ihrer Eigenheit und entfernen sich damit von dem, was allein Erkenntnis auf dem Feld des menschlichen Geistes verbürgen kann. Dass Kulturen sich nichts zu sagen haben, zeigt sich sehr deutlich in der Praxis immer dann, wenn Studenten der Germanistik aus dem islamischen Raum meinen, für vergleichende Studien über Goethes westöstlichen Divan oder Hofmannsthals Märchen aus Tausend einer Nacht prädestiniert zu sein. Die Arbeiten, die dabei herauskommen, sind erfahrungsgemäß verblüffend erkenntnisarm und oft regelrecht nichtssagend. Sie erschöpfen sich in Gegenüberstellungen, aus denen sich keine verbindende Erkenntnis ergibt. So zeigen sie vor allem eines, nämlich, dass die maßgeblichen Kontexte zum rechten Verständnis auch von Goethes westöstlichem Divan ganz offenbar gerade nicht Hafiz und die persische Dichtung sind, sondern Goethes Leben, Goethes Lyrik, die Lyrik der Weimarer Klassik und die deutsche orientalisierende Dichtung. Wenn ein Vers oder ein Topos, ein Gedanke oder ein Begriff aus den Gedichten von Hafiz ins Deutsche übersetzt und von Goethe aufgegriffen wird, hat er das System, das seine Bedeutung erzeugt, gewechselt und erhält seinen Sinn nun gerade nicht mehr aus seinem Ursprungskontext, sondern aus seiner Relation zu den anderen Texten der deutschen Dichtung. Kulturen erzeugen alles, was sie sind, aus sich selbst. Alles, was Bedeutung verleiht, ist der einmalige historische Moment, die jeweilige Gegenwart und ihre Konstellation. Und genau das meine ich, wenn ich sage, es gibt keine zweite Reformation und damit auch keine Reformation des Islams. Der Kontext der Reformation ist Europa, ist das 16. Jahrhundert, ist ein ausgehendes Mittelalter. Niemals wieder wird sich das wiederholen. Was vor ihr in Europa war, hat sie hervorgebracht. Und was danach gekommen ist, hat auf ihr aufgebaut. Wenn wir unser historisches Gewordensein untersuchen wollen, müssen wir uns mit ihr beschäftigen. Aber der Islam hat damit nichts zu tun. Die Frage, was der Islam braucht, ist auch schon ganz falsch gestellt. Weil das, was der Islam braucht, eine Frage ist, die einzig die Muslime verhandeln können. Uns geht nicht an, was der Islam braucht. Was uns aber angeht, ist die Frage nach der Art und Weise, wie wir mit ihm umgehen. Hier wäre schon sehr viel gewonnen, wenn wir uns auf seine Fremdheit besinnen würden, seine Fremdheit festhalten und durchdenken würden, was bislang noch nicht einmal ansatzweise geschehen ist. Der Islam braucht keine Reformation, sondern dass wir ihn von allen unangemessenen Begriffen unserer eigenen Tradition freihalten und ein Bewusstsein für seine Fremdheit entwickeln. Die mehr und mehr von Fördermitteln abhängige und deshalb der etablierten Politik willfahrende oder auch aufrichtig dem linksliberalen Credo verfallene Geisteswissenschaft unserer Tage, macht aber nun das genaue Gegenteil davon. Sie schärft nicht unser Bewusstsein für das Fremde, sondern versucht systematisch den Sinn für das Fremde abzuschwächen. Alles, was fremd ist, wird nicht in seiner unvergleichbaren Einzigartigkeit als Ausdruck des Wesens der Kultur, aus der es hervorgegangen ist, verstanden, sondern systematisch mit Phänomenen unserer Kultur verglichen und gleichgesetzt. In einer wahrhaft Orwellschen Anstrengung soll uns der Sinn für das Fremde und der Begriff des Fremden genommen werden. Es wird so getan, als gehöre der Islam immer schon zu uns.
Begehrlich wird alles aufgegriffen, was sich nutzen lässt, um den Anschein einer Vertrautheit zu erzeugen, die es nie gegeben hat und nie geben wird. Ich will Ihnen drei Beispiele nennen, drei Fallbeispiele. Erstens das in Berlin ansässige Corpus Coranicum Projekt, das systematisch und erklärtermaßen versucht, den Koran in die Geschichte spätantiker Frömmigkeitsbewegungen einzuordnen und so nach Europa heimzuholen. Europa wird dann einfach ausgeweitet, umfasst auch die arabische Halbinsel. Zweitens, ein gewisser Navid Kermani, der sich einen Namen mit der These gemacht hat, der Prophetenbegriff im Islam ähnle dem Geniebegriff der deutschen Literatur. Mohammed sei als ein Originalgenie im Sinne des Sturm und Drang zu verstehen. Und drittens schließlich der Basler Islamwissenschaftler Reinhard Schulze, der nicht nur die Behauptung gewagt hat, dass der Islam eine Aufklärung braucht, sondern der sogar behauptet hat, der Islam hätte eine Aufklärung schon durchgemacht. Zum Beweis stützt er sich auf grotesk falsch übersetzte Gedichte, was unter normalen Umständen das Aus einer jeden Wissenschaftskarriere bedeutet hätte. In unserer Zeit wird man mit so etwas Professor für Islamwissenschaft in Basel. Es kommt eben auf die Gesinnung an. Der politische Imperativ, Fremdheit wegzuerklären, trifft das ureigene Erkenntnisinteresse der Orientalistik ins Mark, die ja als Wissenschaft von den außereuropäischen Kulturen auf der Differenz zwischen dem eigenen und dem Fremden gründet. Wenn das Fremde nicht mehr in seiner Fremdheit erkannt werden soll, bedarf es keiner Orientalistik mehr. Die vollständig durchglobalisierte, vereinheitlichte Welt braucht keine Orientalistik. Das ist auch der Grund, weshalb diese altehrwürdige deutsche Wissenschaft in den letzten Jahren systematisch vernichtet wurde. Teilweise wurde sie ersetzt durch die sogenannte islamische Theologie, ein bekenntnisgebundenes Fach, das studiert, wer Imam oder islamischer Religionslehrer werden will. Oft handelt es sich dabei um das, was in diesen Lehrstühlen geboten wird, um nicht mehr als eine Art höherer Konfirmandenunterricht. Hier wird das unfruchtbare Projekt einer Islamreformation mit viel Finanzkraft staatlicherseits vorangetrieben. Dieses Unterfangen steckt in einem Dilemma, also in dem Dilemma, dass der Islam, sollte er dem Geschmack der Politiker entsprechen, von den Muslimen nicht angenommen wird. Und wird er von den Muslimen angenommen, geht der Schuss nach hinten los und der Salafismus nistet sich an Schulen und Universitäten ein. Die Reste der alten Orientalistik, die noch nicht dieser Totgeburt zum Opfer gefallen sind, üben sich derweil in den Nachweis, dass der Islam überhaupt nicht fremd ist, immer schon nach Europa gehört und alles, was ihm und uns zum letzten Glück vielleicht noch fehlt, eine Reformation oder Aufklärung ist. Dabei könnte eine recht verstandene Orientalistik zur Leitwissenschaft unserer Zeit werden, weil sie unser Bewusstsein dafür schärfen und wachhalten könnte, dass uns mit dem Islam das andere begegnet, dass es in seinem ganz eigenen Wesen zu erkennen gilt. Dieses Fremde ist zur Aufrechterhaltung unserer eigenen Identität unerlässlich. Wer nichts Fremdes kennt, kennt auch nichts Eigenes mehr. Das Eigene ist immer nur das Eigene in Abgrenzung gegen ein Fremdes. Das gesamte Gefüge, das kulturelle, nationale, volksgebundene Identität ermöglicht, soll aber im Sinne des herrschenden Globalismus aufgehoben werden. Eine Bewegung, die dagegen Widerstand leistet, kann deshalb überhaupt keinen besseren Namen tragen als identitäre Bewegung. Nicht also, der Islam braucht eine Reformation, nein, Deutschland braucht eine identitäre Bewegung.